Jo, Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Commentary zurück und weiter geht es mit der Easter Egg Jagd in Battlefield 4. Wir hatten ja schon den Megalodon auf Parisis Dorm, der da angeblich herumschwimmen soll und dazu gibt es leider noch nichts Neues. Die Suche ist auch so ein bisschen eingefroren und ich denke nicht, dass da in Zukunft noch ein paar Hinweise auftauchen werden. Dazu müsste schon von DICE selber was kommen, denn ich glaube, die Community ist da so ein bisschen am Ende mit ihrem Rat. Die weiß einfach nicht mehr, wo man suchen soll. Die ganze Map wurde durchsucht und von daher kann ich euch da leider nichts Neues erzählen. Wenn ihr noch Hinweise habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das dann mal durch und gucke mal, ob wir da noch weiterkommen können. Aber ich denke mal, das wird schwierig. Danach hatten wir dann den T-Rex auf Rogue Transmission, der da rumbrüllt. Und da gibt es natürlich auch nichts Neues zu, denn das Easter Egg haben wir komplett gefunden. Wir haben das getriggert und wir haben es aktiviert. Also von daher, dieses Easter Egg ist abgeschlossen, aber ich finde, das zeigt nochmal, dass diese verrückten Theorien wirklich stimmen können. Ich meine, man muss sich das ja mal anhören. Wir haben einen Militärshooter, Battlefield 4, und wir haben angeblich ein Easter Egg, dass ein riesiger Hai auf einer Map rumschwimmt. Wir haben das Easter Egg, dass angeblich ein T-Rex auf einer Map vertreten ist. Und von daher, das zeigt, finde ich, dass diese Theorien, so verrückt sie auch klingen, tatsächlich stimmen können. Vor allen Dingen denke ich mir diese Theorien ja nicht aus. Ich nehme die ja von irgendwelchen Community-Seiten, die schon ein bisschen erforscht haben. Da gibt es ja handfeste Hinweise zu. Und so ist das jetzt auch bei meinem nächsten Easter Egg, das dritte Easter Egg sozusagen. Dazu gibt es auch handfeste Hinweise und ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an und ich erzähle euch die ganze Geschichte zu dem dritten Easter Egg auf Hainan Resort, so heißt die Map. Okay, ihr wisst ja noch, wie das war vor so 2-3 Wochen. Die ganzen Spieler waren wirklich in Easter Egg-Laune, die waren im Easter Egg-Wahn, die haben die ganzen Maps von oben bis unten durchkämmt und haben nach den Easter Eggs gesucht. Es kamen immer wieder neue Hinweise zum Vorschein und wenn man diesen Hinweisen gefolgt ist, hat man vielleicht wieder neue Hinweise gefunden und irgendwann hat man dann tatsächlich handfeste Hinweise wie die Schalter auf Rogue Transmission gefunden, mit denen man dann den T-Rex rufen kann und das hat wirklich ein bisschen gedauert, aber das Wichtigste daran, das war wirklich extrem spannend, diese Suche. Es kam immer wieder eine neue Info zum Vorschein und man konnte praktisch immer wieder draufklicken auf die Foren und auf die Seite wie Reddit oder so und es kam immer wieder was Neues zum Vorschein und immer all das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel das Easter Egg auf Rogue Transmission mit dem T-Rex endgültig gefunden werden konnte. Doch dann, als das endlich gefunden wurde und es beim Megalodon auch nicht so richtig weiterging, hat man gedacht, okay, das war es jetzt mit der Easter Egg Jagd und man kehrt sozusagen zu dem Battlefield 4 Alltag zurück, wo man sich über Bugs beschwert und so weiter, aber nein. Dem war nicht so, denn plötzlich haben einfach nur so ein paar Spieler auf Hainan Resort auf irgendeinem willkürlichen Battlefield 4 Server gespielt und dann kam da plötzlich ein komischer Typ in den Chat. Der Typ hieß Garrus. Und er hat gepostet, es gibt noch ein Easter Egg auf Hainan Resort, was bisher noch keiner gefunden hat. Und es wissen auch nur sehr, sehr wenige Menschen, dass dieses Easter Egg überhaupt existiert. Und von daher hat man sich erstmal gefragt, was redet der da? Ist das einfach nur ein Troll, der uns da irgendwie was erzählen will, der uns unsere Zeit stehlen will? Aber nein, wenn man ein bisschen im Battlelog nach diesem User Garrus sucht, dann sieht man, er hat das offizielle DICE-Dog-Tag, er hat den DICE-Clan-Tag und das zeigt schon mal, dass diese Gegenstände halt nur von DICE-Entwicklern benutzt werden können und von daher zeigt das, dass er ein DICE-Entwickler ist und von daher ist dieses Easter Egg real. Es ist kein Troll, es ist real. Doch wie findet man jetzt dieses Easter Egg? Ich meine, das könnte ja wirklich alles sein. Das könnte irgendwas in der Ecke rumstehen. Das könnte irgendwie, keine Ahnung, eine Sounddatei sein oder sonst was. Oder es muss halt irgendwie aktiviert werden durch Knöpfe oder ganz komisch. Und da ist es natürlich erstmal schwierig, das zu finden. Und von daher hat der DICE-Entwickler noch einen zweiten Hinweis gegeben. Erstens hat er ja gesagt, es gibt dieses Easter Egg auf Hainan Resort. Und zweitens hat er gesagt, es muss aktiviert, es muss getriggert werden. Das heißt, man muss wieder was finden, wie die beiden Knöpfe auf Rogue Transmission zum Beispiel, um dieses Easter Egg zu aktivieren. Und von daher sind die Spieler wieder auf die Server geströmt. Es gab ja wirklich eigene Server für die Easter Egg-Suche. Und haben dann Hainan Resort von oben bis unten durchkämmt. Dann waren da mehrere Spieler auf dem Server und alle haben nicht gegeneinander gespielt oder gegeneinander gekämpft. Die haben einfach nur gesucht. Und das Erste, was man gefunden hat, das waren irgendwelche Flugzeugteile, die auf der Map verstreut lagen.
Und auf diesen Flugzeugteilen stand etwas drauf, und zwar eine Zahl. 2001. Doch was hat das zu bedeuten, 2001? Tja, da muss man mal wieder Google bemühen und da hat man rausgefunden, dass 2001 etwas auf den Hainan-Inseln passiert ist. Denn die Hainan-Inseln gibt es auch in der Realität und 2001 war da ein tragisches Ereignis, was sich da abgezeichnet hat. Und es war, dass zwei Flugzeuge, ein chinesisches und ein amerikanisches, in der Luft kollidiert sind. Und dann natürlich eins ist tragisch abgestürzt und das andere konnte, glaube ich, gerade noch so notlanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sollen diese Flugzeugteile, die jetzt auf der Map herumliegen, tatsächlich auf dieses tragische Ereignis in 2001 ja, sozusagen anspielen? Würde DICE sowas machen? Das hört sich doch ziemlich unüblich an, weil Easter Egg soll doch eigentlich was Lustiges sein und nicht irgendwie so ein tragisches Ereignis hervorheben und so weiter. Und von daher denke ich auch nicht, dass das darauf anspielen soll, denn diese Jet-Teile, die auf der Map verteilt lagen, die habe ich dann natürlich selber auch nochmal gesucht. Und als ich genau zu dieser Stelle hingegangen bin, wo andere Spieler diese Teile gefunden haben, war bei mir einfach nichts. Warum war da nichts? Da war wirklich nichts. Ich bin wirklich zu der gleichen Stelle gelaufen, zu den gleichen Koordinaten und da war nichts. Und das liegt einfach daran, jetzt habe ich eine Theorie, die wahrscheinlich auch zu 99% richtig ist, dass es einfach ein Zufall war, dass diese Jet-Teile da gerade lagen. Denn ihr wisst ja, wie das war. Es haben mehrere Spieler auf diesem Server gespielt und die haben natürlich alle unabhängig voneinander gesucht. Und da gab es natürlich dann auch Spieler, die in die Jets eingestiegen sind, die man natürlich im Battlefield wieder fliegen kann. Und die sind da ein bisschen über die Map geflogen und sind dann wahrscheinlich irgendwann aus dem Jet rausgesprungen und die Jets sind irgendwo in der Walachei auf Hainan Resort abgestürzt und andere Spieler, die jetzt gar nichts damit zu tun hatten, die haben natürlich auch an diesen Stellen dann zufällig gesucht und dann zufällig diese Jets gefunden, mit denen andere Spieler zuvor abgestürzt waren und haben dann gedacht, wow, das ist ein Hinweis für das Easter Egg, was natürlich falsch war, weil das war einfach nur Zufall, dass sie zufällig genau da abgestürzt sind. Aber warum steht dann 2001 auf diesem Wracks? Das kann doch eigentlich dann gar kein Zufall sein. Nee, es ist auch kein wirklicher Zufall, denn die chinesischen Jets, ich glaube, das ist die J20, die haben als Standardlackierung 2001 auf der Nase stehen. Und das hat wirklich jeder Jet davon. Und auf egal welcher Map steht da halt 2001 drauf. Das ist einfach so. Und von daher wurde da einfach viel zu viel reininterpretiert. Es wurde wirklich so ein Mythos geboren, dass das irgendwie mit dem Absturz zu tun haben könnte. Aber es war einfach nur ein Hinweis. Weiß ins Leere. Es war einfach nur eine verrückte Theorie, die einfach gar nicht gestimmt hat. Und von daher ist dieser Hinweis natürlich platt. Das hat einfach nichts mit dem Easter Egg zu tun. Und von daher hat man weiter gesucht auf der Map. Und das einzig andere, was man gefunden hat, das war eine Box. Ein Karton, ein Paket, was man zur Post bringen würde. Und darauf stand ein Versandaufkleber. Und auf diesem Aufkleber steht Viskeral. Was ist Viskeral? Ja, das ist ein Studio von EA, also haltet euch fest, DICE gehört zu EA, Viskeral gehört zu EA und ich glaube nicht, dass da zufällig, ganz zufällig ein Paket in dem Swimmingpool vor dem Hotel auf Hainan Resort liegt. Das hat irgendwas zu bedeuten und es könnte jetzt mehrere Sachen bedeuten. Zum einen könnte das jetzt eine stille, heimliche Ankündigung für Battlefield 2143 sein, denn vor einiger Zeit gab es das Gerücht, dass das Studio Viskeral an Battlefield 2143 arbeitet und DICE den nächsten Battlefield-Teil sozusagen nicht rausbringt, sondern ein anderes Studio. Und das könnte natürlich jetzt so eine geheime, stille Ankündigung sein, dass das wirklich wahr ist. Das kann aber keiner wirklich beantworten, zumal hat DICE ja auch schon so einige andere Hinweise zu dem Spiel, also Battlefield 2143, in das Spiel gepackt. Manchmal stand halt diese Zahl 2143 auf irgendeinem Container und von daher könnte das natürlich sein, aber das müsst ihr jetzt selber mal beurteilen, ob das wirklich so ist. Denn das kann ja wirklich keiner jetzt beantworten. Aber ich glaube nicht, dass das Easter Egg sein soll. Denn, wie gesagt, der DICE-Entwickler hat gesagt, das Easter Egg muss irgendwie getriggert werden. Und also hat man weitergesucht. Aber man hat einfach nichts mehr in dem Spiel gefunden. Also hat man sich mal die Dateien von Battlefield 4 angeguckt. Die kann man ja auch noch durchsuchen. Und da hat man merkwürdige Sounddateien auf Hainan Resort gefunden. Hört euch das Ganze mal an. Das hört sich sehr merkwürdig an.
Wer jetzt nichts mit diesem Sound anfangen kann, dem geht es genauso wie es mir ging, denn ich hatte keine Ahnung, was das sein soll. Das hört sich irgendwie an wie ein Laser, der da abgefeuert wird und dann eine Explosion. Ich kann es einfach nicht sagen. Doch dann hat ein Spieler geschrieben, das hört sich genauso an wie der Orbital Strike aus Battlefield 2143. Und Battlefield 2143 war ein Battlefield-Spiel, was vor einigen Jahren herauskam, und da gab es auch schon einen Commander. Ja, der ist tatsächlich nicht neu im Battlefield 4, den gab es auch schon vor. Und dieser Commander, der konnte diesen Orbital Strike rufen, und das war ein Satellit, der die Map mit einem Laser oder ähnliches bombardiert hat und dann so einen Flächenschaden angerichtet hat gegen Fahrzeuge oder sonst was. Und jetzt ist natürlich die Theorie, dass dieses Easter Egg, von dem der Entwickler geredet hat, auf Hainan Resort ein Satellit ist, den man irgendwie triggern kann und der dann das Hotel in der Mitte beschießt. Ihr wisst ja, dieses Hotel ist zerstörbar. Man kann die beiden Flügel per Levolution zerstören, entweder mit Raketenwerfern oder C4 oder ähnlichen. Aber es soll auch wirklich mit diesem Easter Egg möglich sein, dass dann so ein Orbitalsatellit erscheint und Laserstrahlen vom Himmel abfeuert. Und das muss wirklich cool sein. Also es lohnt sich wirklich, das zu triggern, weil es muss wirklich cool aussehen. Eine andere Theorie ist noch, dass es sich nicht um einen Orbital Strike handelt, sondern um einen Todesstern aus Star Wars. Denn ihr wisst ja, DICE entwickelt jetzt auch Star Wars Battlefront. Und von daher ist eine andere Theorie, dass da nicht ein Orbital Strike, also ein Satellit, erscheint, sondern ein Todesstern und dieses Hotel befeuert. Was ich natürlich noch cooler finde als Star Wars Fan. Das wäre wirklich gigantisch. Doch die Frage ist jetzt, wie kann man das Ganze triggern? Und das ist wirklich die Frage, denn das hat noch keiner herausgefunden. Es gibt nämlich nicht zwei Schalter wie auf Rogue Transmission. Nein, das muss irgendwie anders getriggert werden. Und das kann natürlich alles sein. Es sind vielleicht zwei ganz zufällige Sachen, dass der eine auf das schießt und der andere auf der anderen Seite der Map irgendwie ein Looping mit dem Flugzeug macht. Das muss wirklich ganz zufällig sein und so schwer zu triggern sein, dass die Leute da auch ein bisschen aufgegeben hat. Aber vielleicht könnt ihr uns da helfen. Vielleicht könnt ihr dieses Easter Egg weiterführen, indem ihr ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe leider im Moment nicht wirklich noch Tipps, was man mal probieren könnte, denn es wurde schon sehr viel rumprobiert. Aber wenn ihr irgendwas herausfindet, dann schreibt mir das in die Kommentare, was ihr ausprobiert habt und ob das geklappt hat. Allerdings, wenn ihr was findet, dann schickt mir bitte ein Screenshot oder ein Video davon, denn ich habe leider auch schon viele Hinweise bekommen, die einfach nur von irgendwelchen Trollen geschrieben wurden, die einfach nur ins Leere führen. Die schreiben dann dahin, ja, ich habe das gefunden und dabei ist da gar nichts, und dann verschwendet man natürlich so ein bisschen seine Zeit damit, indem man etwas sucht, was gar nicht existiert. Also wenn ihr wirklich was findet, dann schickt mir ein Video oder ein Screenshot und dann können wir das Ganze nochmal angucken. Das war's jetzt. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Easter Egg haltet. Ich finde das wirklich gigantisch und hoffe mal, dass das wirklich existiert. Und das war's jetzt. Mein Name ist MeaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao.